Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Ich möchte euch heute mein Lieblings-Control-Mage-Deck vorstellen. Ich spiele ja, wer mich eine Weile verfolgt, einfach unheimlich gerne Control-Mage und ich habe immer so nach dem Perfekten gesucht. Für mich jedenfalls. Und ich habe das Deck auf jeden Fall jetzt mit Liebe gemacht. Es hat einfach alles, Leute. Es kann einstecken, es kann austeilen, es ist einfach nicht aufzuhalten. Und ich blende mal irgendwo ein Bild ein, da habe ich ganz viele Siege mit dem Deck nacheinander erringen können und irgendwie nur eine Niederlage und es ist wirklich sehr mächtig. Ich möchte mit euch ein bisschen durchgehen, wo die Strategien in diesem Deck liegen. Mit Feuerblitz haben wir hier so ein bisschen die Kontrolle über das Board. Mit Hinrichten habe ich drin, weil wir die kleinen nervigen Kreaturen sowie feindliche Dolchsturzmagierin aus dem Weg räumen können oder diverse Giftkreaturen. Natürlich ist Hinrichten auch mit, wo ist denn sie, der Wolkenruhe-Illusionistin super kombinierbar. Zudem ist sie natürlich auch noch Prophezeiung, also in der Hinsicht wirklich ganz praktisch. Bruma, Geschäftemacher, es ist wichtig in dem Deck, dass wir ja gut Leben erhalten, am besten Leben bekommen oder uns Leben wieder zurückgewinnen, wenn wir mal so kurz vorm Abnippeln sind vor diversen Prophecy Mages. Und hier haben wir den Bruma Geschäftemacher. Wir haben einmal für zwei Magiker eine recht starke Karte und bekommen Gesundheit wieder. So kann ich nur empfehlen. Kreisende Harpier, um die Gegner ein bisschen bei Laune zu halten. Ne? Schutzzauberwirkerin brauche ich eigentlich alles gar nicht zu erklären. Die Kombinationen sollten eigentlich euch bekannt sein mit Dolchsturzmagierin und so. Sollte klar sein. Okay, Dämmersternheiler, eine richtig geile Karte. Hat mir so oft den Arsch gerettet. Ich spare gerade, damit ich sie noch einmal kaufen kann, um dreimal im Deck zu haben. Würde ich euch auch empfehlen, denn mit dem Dämmersternheiler könnt ihr sowas von wieder geil zurückkommen. Ihr baut ein Board auf, der Gegner rusht euch nieder. Und ich habe nur noch 5 Leben. Ich hatte auch schon nur noch ein Leben. Und dann habe ich den Dämmersternheiler gespielt, konnte mit allen meinen Kreaturen, die ich so aufgebaut habe, angreifen, Rune, die habt ihr davon noch nicht geploppt. Und da bekommt ihr hier 3, da 3, hier 3, da 3 und auf einmal habt ihr wieder locker um die 9 bis sonst wie viel Leben wieder und habt euch quasi aus dem Loch geholt. Von daher sehr, sehr geile Karte. Sollte in ein Deck gehören. So, hier haben wir Schattenfuß der Diebesgilde. Hier können wir richtig coole Kombinationen machen, weil wir einfach dem Gegner eine Karte klauen und ihm so ein gefälschtes Schmuckstück geben. Er verliert dann halt eben... er nimmt einen Lebenspunkt Schaden, aber... Give a fuck! Die Karte ist ziemlich cool. Okay, Blitz, ganz klar, Schwarmverteidiger. Hier haben wir den schwarzen Drachen. Mit dem schwarzen Drachen, der ist immun gegen tödlich, für 4 Magiker eine 5-5er Legendary ist einfach extrem krass. Und sobald wir eine Kreatur erschlagen, nehmen wir die Kreatur aus dem Spiel, also vom Gegner. Und wenn es eine gute Kreatur erwischt, dann hat der Gegner natürlich extrem Pech. Also der schwarze Drache, der wird meistens sofort als Ziel genommen, weil der Gegner nicht möchte, dass irgendwelche guten Kreaturen einfach mal komplett rausgenommen werden. Iron, wir brauchen natürlich so Karten wie Durchdringender Speer, die brauchen wir auf jeden Fall wieder. Und somit können wir dann noch mehr Kontrolle ausüben. Lydia, eine super Mauer. Wir verteidigen einfach auf beiden Linien. Und die hat mir auch wirklich auf den Arsch gerettet, weil der Gegner einfach so unglaublich schwer daran vorbeikam. Vor allem, wenn du ihr dann einfach nochmal ein Schutzschild mit der Schutzzauberwickerin gibst und dann läuft die Sache. Plündernder Tribun, wir brauchen Leben, habe ich euch ja bereits gesagt. Und da ist er eigentlich ganz praktisch. Zweimal reicht auch vollkommen mit 5 Magiker, 5 Vierer und dann noch Entzug. Und wenn wir dann eine starke Karte wie Schwarzer Drache auf dem Board haben, können wir einfach mal wieder Leben zurückbekommen. So, was haben wir denn dann noch? Wir haben Eissturm, wichtig, damit wir die ganzen kleinen Spasten da weghauen können. Oder natürlich auch, wenn jemand mal eine oberste Atramantin spielt, für sowas bei gegen Control Mages immer aufheben. Unsterblicher Drache. Sehr geile Karte, hat Entzug und wenn wir über 30 Leben haben, und darauf baut das ja so ein bisschen auf, plus 5, solange wir halt eben mehr als 30 Gesundheit haben. Und dann ist ein 10-10er auf Stufe 6 natürlich extrem krass.
dann noch Entzug. Wir holen uns sowas von Leben zurück. Später ist sie natürlich auch praktisch, auch wenn wir unter 30 sind, ist eine 5-5er doch wirklich gut, um Entzug einfach zu generieren. Ancano, die nötige Kontrolle haben wir durch ihn. Zonderdämmerung auch wirklich wichtig. Wir können einfach mal eine komplette Seite zerstören. Manticore dreimal. Wir hauen da richtig auf die Kacke. Und die oberste Atromantin habe ich mit reingemacht, weil wir einfach, wir haben sehr, sehr viel Kontrolle und nur nicht so viel jetzt, was so krass Bam macht, wo wir am Ende den Gegner einfach nochmal mit irgendwas beschäftigen können. Weil Mirarc, Drachenblut, eine meiner Lieblingskarten, die ist einfach nochmal für eine richtig geile Überraschung gut, wenn der Gegner irgendwas Heftiges spielt, dann klauen wir sie ihm einfach. Aber wir brauchen natürlich auch etwas, was austeilt. Okay, Obersatromantin, da haben wir es. 51 Karten, da ich mich von nichts anderem trennen kann, weil das Deck so gut funktioniert. Okay, Leute, so viel dazu. Wir stürzen uns ins ans Eingemachte. So rum. Okay. Lydia behalte ich mal und sterblicher Drache. Packe ich mal weg. Den können wir später besser gebrauchen. Und Dämmersternheiler nützt uns jetzt auch noch nichts. Okay, Lydia im Endeffekt auch nicht. Wir geben alles weg und hoffen um ein paar niedrige Karten. Okay, Schwarmverteidiger und der Rest nicht so niedrig. Aber give a fuck! Also wenn ihr euch das Deck nachbaut, dann werdet ihr euch am meisten über genau solche Decks freuen. Wenn der Gegner euch einfach so eiskalt in die Fresse geht, dann könnt ihr hier mit dem Deck so geil kontern. Da hat er so gut wie kaum Chancen. Wir haben sehr viel Verteidigung, wir haben unheimlich viel Kontrolle wie der Feuerblitz. Natürlich ist es jetzt ein bisschen doof, dass wir zwei sehr hohe Karten gezogen haben, weil wir da einfach jetzt natürlich noch nichts machen können. Und bis Stufe 10, wenn wir Glück haben, überleben wir bis dahin. Immerhin können wir uns ganz gut verteidigen jetzt mit dem Schwarmverteidiger. Da wird er sich unheimlich schwer tun, vorbeizukommen. So, da bringt er sie um. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber da soll er erstmal gucken, wie er am Schwarmverteidiger vorbeikommt. Den werden wir jetzt nämlich spielen und wenn er daran nicht vorbeikommt, sorry, dann werden wir den Verlierten der Veränderung spielen. So, leider wird er an dem ersten Schwarmverteidiger vorbeikommen können. Der kann hier ohne Probleme angreifen und ihn dann töten. Aber zwei seiner Kreaturen sind dann auch schon tot. Okay. Der will die Sache mit einer Kreatur machen. Ich meine, für den Gegner ist es eigentlich jetzt wichtig, so schnell wie möglich den Schaden zu machen. Wenn er es aber nicht kann, dann werden ihm schnell die Karten ausgehen und wir werden die Kontrolle haben. Dann werden wir es jetzt ein bisschen noch hinauszögern, haben ja hier bereits die oberste Atromantin am Start. Das heißt, wir können dann auf jeden Fall ab Stufe 10 so richtig angry vorgehen. Okay, ich habe bereits ein Plan. Wir könnten hier mit dem Verlernten der Veränderung schon mal die hier wegrocken. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal Schaden fressen, weil ich dachte an die Schutzzauberwirkerin statt Feuerblitz. Wir ziehen aber erstmal eine Karte. Es wäre nämlich ganz toll, wenn der hier eine Weile überleben würde. Okay, wir würden recht viel Schaden fressen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Okay, machen wir weg. Ich meine, das käme uns ja eigentlich ganz gelegen, wenn der hier auch noch reingeht. Soll er euch machen? Soll jetzt sogar verlockend sein für ihn, weil wir die hier gleich weghauen. So viel Schaden will ich natürlich jetzt auch nicht.
wieder schlucken müssen. Wir haben ja noch ein bisschen ein paar Sachen, die Sachen machen. Vor allem mit dem Bruma Geschäftemacher können wir uns jetzt auf jeden Fall sehr nötiges Leben zurückholen. Boah, 7 Schaden sind heftig. 7 Schaden sind sehr heftig. Boah, jetzt müssen wir uns auch hier mit der Lydia verteidigen. Da bleibt uns ja schon fast gar nichts anderes übrig. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Was ich jetzt vielleicht hätte lieber machen sollen, mit der Schutzzauberwirkerin arbeiten. Ich habe geschworen, euch zu beschützen. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder Leben zurückgewinnen. Ich meine, hier macht er jetzt echt sehr viel Schaden, das ist ein bisschen nervig. Und kriegt sie komplett weg. Aber so langsam kommt natürlich die Zeit, wo wir so langsam dann den Manticore spielen können. Das ist natürlich gut. So, wir werden jetzt noch einen Bruma-Geschäftemacher spielen. Es Den gibt spielen wir einen aber Plan. hier. Es gibt immer einen Plan. Und werden gleich mit der Wolkenruhe-Illusionistin spielen. Und erstmal den Affen hier weghauen. Damit der nicht auf blöde Ideen kommt. Ein wenig Zerstreuung So, könnte machen wir erstmal hilfreich hier. sein. Und hinrichten. So, jetzt können wir ganz in Ruhe ein schönes Board aufbauen, schön die Kontrolle halten. Ich schließe mich Immer dem wieder Plan Leben an. gewinnen durch die zwei Geschäftemacher. Und mit dem Manticore löschen wir dann einfach irgendeine aus. Das hört sich nach einem Plan an. So, und das werden wir, wenn wir dann noch gleich tun. Wir müssen natürlich gucken, dass wir Mein Freund. diesen Hiesen erstmal beschützen. Wir gehen Ihr hier seid rein. nicht Jetzt wird mehr. sie erstmal gebufft. Und jetzt muss aber hier erstmal an dem Schwarmverteidiger vorbeikommen. So, wir bekommen wieder ganz gut Leben. Wir werden natürlich nicht angreifen, sonst geben wir ihm nur Karten. So, jetzt muss er es ja quasi reinballern, außer er hat sehr viel Glück mit dem Zug. Oh, füge einem Schaden zu. Das bringt ihm natürlich gar nichts. Und jetzt könnten wir ganz einfach mit dem Manticore, könnten wir ganz einfach die olle Schlammkrabbe sowas von loswerden. Ich möchte mir nämlich gerade einen Manticore lieber aufheben. Wir würden nämlich ziemlich gut Leben zurückbekommen, wenn wir die oberste Atromantin spielen. Ich spiele nämlich gerade mit dem Gedanken, wir würden wirklich gut Leben zurückbekommen. Können natürlich auch so langsam die Sache aufbauen mit Schattenfuß der Diebesgilde. Und ja, das wäre so gar nicht schlecht. Da müssten wir jetzt natürlich mit irgendwas reingehen. Bevorzugt natürlich mit der Wolkenruhe-Illusionistin. Ich kämpfe gerade mit mir. Manticore für die absolute Kontrolle. Oder gehen wir schön spaßig rein. Werde Zeuge meiner Macht. Werde Zeuge meiner Macht. Schadet nicht. Elemente, ich rufe euch herbei. So, ein bisschen Leben zurückbekommen. Bam, bam. So, jetzt haben wir wieder 21. So schnell wird er die uns nicht weghauen können, vor allem nicht mit so einem Board. Also wenn ihr als Aggro-Deck so etwas vor euch seht, da macht er nicht mehr viel. Das ist eigentlich für ihn schon ein Grund zum Eure Aufgeben. schwerfälligen Schritte Okay, was verraten er jetzt hofft, meine ist, Macht. dass noch irgendwie ein bisschen was in seinen Runen ist. Da darf er ruhig mal hoffen. Aber wir könnten,
hier direkt reingehen Ich würden. gebe mich eurem Geschick geschlagen. Habe ich euch ja gesagt. Eigentlich kann er das nicht mehr retten. Okay, Leute, wir spielen gegen einen Archer. Die Matches sind eigentlich immer ziemlich ausgeglichen. So, wir lassen ihn aber jetzt erstmal kommen. Der Archer ist ja eigentlich eher so eine Klasse. Der kann. Der reagiert halt auch eher, ne? Ist ja klar. Wir werden ihm aber nicht so viel zum Reagieren geben. So, okay. Die ganzen Sachen bringen uns halt jetzt nur übermäßige Kontrolle. Okay, wir sammeln, wir rüsten uns quasi für den Krieg. Und dann wird komplett ausgerastet. Okay, so willst du also spielen. Machen wir mal so. Wir verteidigen uns hier. Und sobald er reingeht, bringen wir es dann einfach mit einem Feuerblitz zu Ende. So, da freut er sich, dass ich jetzt eine Kreatur gespielt habe, damit er das endlich machen kann. So, das Positive ist, er, um nur eine Karte zu vernichten, hat er jetzt mehrere Karten geopfert. Und wir werden die Dolchsturzmagierin spielen und holen uns erstmal das, was uns gebührt, nämlich den Folianten der Veränderung. Soll er ruhig ein bisschen Leben uns Der abziehen? Wald duldet eure Ist jetzt Gegenwart nicht so nicht. schlimm. Das ist natürlich richtig blöd. Ich töte euch an Ort und Stelle. Ein Name genügt. Was jetzt cool wäre, wenn wir unseren Eissturm hätten. Die hier können wir aber schon mal auslöschen, weil die hier ist jetzt doch ein bisschen zu nervig. So, wir könnten hier ein bisschen gegenhalten mit unseren plündernden Tribunen. Aber ich warte lieber. So ein bisschen was fressen können wir ruhig. Wir löschen dann aber mit Ancano einfach in der nächsten Runde eine vielleicht starke Kreatur aus. Ancano überlebt dann natürlich nicht mehr lang, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir können dann mit der obersten Atromantin schon ein bisschen für Unruhe sorgen. Ist nichts Persönliches. Das Leben holen wir uns dann Ich sowieso wieder. töte euch an Ort und Stelle. Das Beste wäre natürlich, wenn wir einen Eissturm ziehen. Das würde ich am meisten feiern. So. Wir spielen Ancano Ich habe viele rechts wichtige Dinge im Kopf. und killen den hier. Ich habe mich doch entschieden, die hier zu töten. Das war vorher nicht der Plan. Dann kann er jetzt nämlich keine vier Schaden machen. Gut, er kann ihn dann auch keinen Schaden machen, so tut er sich etwas schwerer, ihn zu Wenn töten. ich falle, holt Soll er mich hier ruhig mal ein Jesus bisschen zu was sich. aufbauen? So können wir ihn wenigstens mit dem plündernden Tribun. Ich töte euch an Ort Hat und sich Stelle. erledigt. Ich wollte nämlich den plündernden Tribun raushauen. Das wäre nämlich cool gewesen. Okay. Wir könnten. Wir könnten hier mit dem Blitz arbeiten. Könnten uns hier verteidigen. Und hauen noch hier die Harpyie raus. Ich meine, wir haben genug Karten. Wir können hier mal ein bisschen arbeiten. Aber ich hätte ganz gerne erstmal die olle Giftkarte hier weg. Und würde dann gerne mit der obersten Atromantin in der nächsten Runde scharf rangehen.
Aber werde ich so wahrscheinlich nicht tun, weil ich den hier erstmal töten muss. Das werde ich wahrscheinlich dann mit dem Manticore tun. So, mit dem Manticore for the win. So, wie gesagt, wir haben noch sehr viele Möglichkeiten, wieder mit Entzug uns Leben zurückzuholen. So, den entfernt er natürlich recht leicht. Das heißt, der hier muss so langsam mal auch sterben. Und der nervt langsam mal ein bisschen. Kann nämlich kontinuierlich jedes Mal zwei Schaden machen. Okay. Ich tue sie weg. Die nervt mich doch schon sehr arg. Wir werden einmal hier eine Karte klauen. Astrid. Verbindete Kreaturen mit tödlicher Halten erschlagen. Nimm ausgeführten Auftrag auf die Hand. Okay. Und hier So noch eine. viele Geldbeutel, so wenig Zeit. Es wurden Fehler begangen. Okay. Leute, ja, ich hab's vergessen. Ja, okay, ey, wir konnten jetzt eine Karte ziehen. Das ist gut, das ist gut. Ja, das war dämlich. Das ist mir auch nicht zum ersten Mal passiert. Okay, das darf einem nicht passieren. Nein. Muss man aufpassen bei sowas. So. Wo wir jetzt auch aufpassen müssen, ist, dass wir die auf jeden Fall alle hier versuchen zu töten. Und mal ein bisschen was aufs Feld bringen, was Gesundheit gibt. So, wir haben Millionen Möglichkeiten, da noch irgendwas zu reißen. Von daher, unsterblicher Drache, gib ihm. Einen Schaden können wir noch machen, ohne dass zwei Runen direkt floppen. So. Jetzt wird er natürlich alles daran setzen, den unsterblichen Drachen zu töten. Und das wird ihm nicht schwerfallen. Oder so. Ich meine, das ist kein Problem, wir können ihn ja wieder aufrufen. Aber es wäre ganz schön, wenn wir mal ein bisschen was hätten, womit wir noch mehr Entzug holen können. So, ein sterblicher Drache, gib ihm. So, der konnte ja nichts anderes machen, deswegen hat er das gemacht. So, jetzt wieder in Fesseln oder auch nicht. Es ist uns einfach nicht gegönnt, Leute. Es ist uns einfach nicht gegönnt. Der ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde gerne mit der obersten Atromantin arbeiten. Und dann den Dämmersternheiler ausspielen, um uns dann wieder Leben zurückzuholen. Und er wird dann nicht mehr so viel machen können. Das hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Wobei er frisst dann ja schon Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Finde ich sehr, sehr schade. Aber okay. Durchdringenden Speer möchte ich hier nämlich noch nicht benutzen. Aber da können wir dann in der nächsten Runde wenigstens auch mit den blühenden Tribunen arbeiten und dem Dämmersternheiler. Und hätten dann damit die Möglichkeit, uns ganz, ganz viel Leben zurückzugewinnen. Also mit einer von den Flammenatronachen wird ja wohl überleben. Weil der wird sich wahrscheinlich eher auf die oberste Atromantin konzentrieren. Okay, das habe ich vergessen. Weg mit dir, verpiss dich, sonst raste ich aus. Okay. Wir können auf jeden Fall uns immer noch Leben zurückholen. Der läuft hier natürlich feuchtfröhlich rein. So, wir werden uns auf jeden Fall Leben holen. Brennt alles nieder. So. Dämmersternheiler. Ich gebe euch Deckung. Und Attack. Tag!
So, jetzt haben wir da 5 Leben, da noch 3 zurück. So, jetzt wird er sich nicht mehr so leicht tun. Und hier verteidigen wir uns noch mit dem Schwarmverteidiger. Hat eine gute Nacht. Den loszuwerden wird ihm nicht schwerfallen. Aber so langsam gehen ihm irgendwann mal so die Karten aus, mit denen er einfach alles töten kann. Okay. Der geht mir richtig auf den Sehen, Sack. wie ihn jemand gefällt, der sich wehrt. Okay, gut, da gehen wir Dieser hat rein. eine gute Nacht. Und mit dem Manticore killen wir diesen Riesen. So, und jetzt warten wir noch mal kurz. Wir würden ihm nämlich sonst zu viele Möglichkeiten geben. Das möchte ich natürlich auch vermeiden. Obwohl, wir müssen jetzt gucken, dass wir Schaden machen. Kommen wir nicht dran vorbei. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Ach Leute, das ist nicht mein Tag. Okay, da kommt der durchdringende Speer zum Was Einsatz. haben wir denn hier? In der Hinsicht kein Problem. Okay, wir könnten auch den guten Manticore einsetzen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So, killen diesen Hiesen und killen auch diesen Hiesen. Wisst ihr warum? Weil wir sowieso durchbrechen haben, also kann es sowieso egal sein. Und dann wird er jetzt eher in die Verlockung kommen, den zu töten, weil der ist uns jetzt gerade ein bisschen wichtiger. So, Leute, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, trotz sehr, sehr vieler Fehler, die ich gemacht habe. Aber daran merkt ihr, dass das Deck Sachen machen kann. Dass das für alles gewappnet ist. Nur der nervt mich so. Der nervt mich einfach so mit dieser Karte, ne? Leute, der nervt mich so unglaublich. Okay, jetzt wird's langsam Zeit. Ich führe Der hat meine nämlich Familie keine mehr. zu Ruhm. Heute geht Hier es mal ein bisschen dorthin. voranzukommen. Ein wenig Zerstreuung könnte hilfreich sein. So. Jetzt muss er glotzen. Der wird erst in der nächsten Runde gefährlich. Aber den werden wir sowieso töten. So, wir können ganz gut Schaden machen. Die Greifen erstmal mit Lehre ihr an. erwartet euch. Und Werdet dann Zeuge hier. meiner Macht. Der hat ja Prophezeiung ohne Ende. Mal sehen, wie ihn jemand gefällt, der sich wehrt. Okay. Durchdringender Speer. Beide eigentlich doof, ne, Leute? Beide eigentlich doof. Wir machen das so. Es gibt Und einen noch Plan. einen im Schatten. Es gibt immer einen Plan. Sehr knappe Sache. Die Chancen stehen gut. Wenn ich falle. Holt mich der Hist zu sich. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Okay, verstummen bringt ihm da nicht viel. Oh, der ist so ein Lacker, Leute. Das ist krass. Das ist richtig krass. Okay, wir werden sowas hier machen. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Und Ein wenig sowas Zerstreuung hier. könnte hilfreich Dann sein. kommen wir hier wenigstens Zeuge vorbei meiner Macht. Die und Lehre können hier erwartet eiskalt euch. weiter reingehen. Also das rettet er nicht mehr. Das rettet er nicht mehr. So, Archer. Boah, Der dass wir das noch Sieg ist teuer. dass wir das noch reißen, Leute. Also ich habe die ganze Zeit immer noch ans Herz der Karten geglaubt und das hat wirklich was gebracht. Oh Mann, Leute. Oh Mann.